Mitten durch den Ebersberger Forst verläuft die Staatsstraße Ebersberg-Forst-Inning. Die Straße ist relativ geradlinig und verleitet trotz der Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometern viele Autofahrer zum Rasen. Auf halbem Weg erscheint die kleine Hubertuskapelle an der Einmündung einer alten Salzstraße, dem Scheibenweg. Eine Legende rankt sich um diesen Ort. Vor vielen Jahren soll hier eine Mutter mit ihren zwei Kindern bei einem Unfall ums Leben gekommen sein. Der Unfallverursacher flüchtete und ließ die Sterbenden zurück. Durch dieses Unrecht findet die Seele der Frau keinen Frieden und wandelt als weiße Frau zwischen den Welten, immer auf der Suche nach dem Unfallfahrer. Die Legende sagt weiter, dass in manchen dunklen Nächten die kleine Kapelle durch ein Licht erhellt wird. Dann stünde wenige Meter weiter die weiße Frau am Straßenrand und will mitgenommen werden. Der Autofahrer, der sie sieht, soll anhalten und sie einsteigen lassen. Die weiße Frau säße dann still auf der Rückbank und sei nach kurzer Wegstrecke auch wieder verschwunden. Wer jedoch weiterfährt, dem erscheint sie auch plötzlich im Wagen. Bei ihrem Anblick erschrickt der Fahrer und verliert die Kontrolle über sein Auto. Einige Unfälle auf diesem Teil der Straße sind tatsächlich sonderbar. Sucht die weiße Frau wirklich nach dem Unfallfahrer? Oder ist sie vielleicht ein guter Geist, der die Menschen davor abhalten will, zu schnell zu fahren und ihr Leben zu riskieren? Oder ist die weiße Frau gar eine keltische Göttin? Vielleicht handelt es sich nur um eine gruselige Geschichte. Aber vielleicht könnte auch Übersinnliches im Spiel sein. Nichts Genaues weiß man nicht. So oder so, langsamer durch den Forst fahren ist sicher eine gute Idee.